Jo, wunderschönen guten Abend zum zweiten hier mit dem guten Paddy da drüben und mir. Und ja, das wollen wir natürlich jetzt nicht, aber Grüße ihn raus, hallo, hatten wir gerade im Cast. Ich bin Theondi. Ja, Theondi war gerade mit dabei, das Maskottchen. Ja, das wir hier am Start haben, Baby Unicorns of Love casten, aber jetzt versteckt es sich, denn wir haben zwei andere schöne Partien. Ja, hier in der ESL-Meisterschaft Division 3, Bang Esports gegen... Ja, unseren ersten Cast übrigens mit dem Academy-Team, Big Omen Academy-Team. Ich habe es auch zum Glück in den Overlay richtig reingeschrieben. Deswegen, sorry, geht nochmal raus für den Post hier natürlich. Und ich freue mich drauf. Ich würde sagen, nicht optimal vorbereitet, denn wir wollten einfach mal casten. Ich weiß noch gar nicht so genau das Spiel. Ich hoffe, es wird irgendwie alles klar gehen, dass man da gleich die 5 Spiele auch gut aussprechen kann. Deswegen, ich hoffe, ihr habt trotzdem einfach Spaß auf einen geilen Cast. Auch wenn dann vielleicht nicht alles perfekt ist und das trotzdem ganz gut läuft. Was ist das für ein Bild? Was? Red Face? Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir einfach mal direkt rein. Paddy ist ja am Start. Bewegt sich auch. Und. Bewege ich mich. Treat for noch ein G-Frag. Gehen wir mal rein hier in die ESL-Meisterschaft Division 3. Da sehen wir Tibus Milk aktuell noch mit 12:0. Hier stehen sie, Heatwave 12-1, dahinter kommen halt Big Omen Academy und Bang Esports. Und hier geht es gerade im Endeffekt um Platz 3, gefühlt. Danach Platz 4, Fragline gegen eins der beiden Teams, wobei ich weiß gar nicht, ob das schon genau gespielt wurde. Also wir haben jetzt hier eigentlich die Top 5 die ganze Zeit permanent im Duellen. Also es ist super interessant, super intens, wer hier ganz oben dann am Ende durchkommt. Übrigens ist es der 13. Spieltag. Immer noch. Der 14. Du hast recht. Ich habe nichts gesagt. Ja. 14. Runde für beide Teams. Ich war woanders. Ja, Paddy. Was denkst du? Ja. Wie wird's ausgehen? Wer wird's machen? Schwere Frage. Also, Bang im Moment natürlich mit 2 Niederlagen in Folge. Hier in der ESL-Meisterschaft. Vielleicht nicht so gut gelaunt, aber trotzdem noch mit, ja, super Ergebnis mit 11-2. Waren natürlich auch starke Gegner, die sie da hatten. Auf der anderen Seite, Big Omen Academy haben wir zwischendurch gegen Zodiacs und gegen Wolves Esports verloren. Naja, Zodiacs und Wolves, beide auch auf jeden Fall Playoff-Kandidaten. Kann man auch gegen verlieren. Damit jetzt beide gleich und ich glaube, es wird ein ganz knappes Spiel, aber ich glaube, das ist, schwer zu sagen. Ja. Ich glaube, ganz knapp. Aber dann heute für Bang. Ich glaube, die erholen sich jetzt, kommen langsam zurück. Ja, okay. Also, was ich jetzt ja gerade von Bang jetzt nicht gesehen habe, denke ich eher, dass es vielleicht doch dann Big Omen einfach macht, weil die hatten ihre Downphase schon am Anfang der Season und sind daraus jetzt stärker geworden. Und man merkt ja auch, man holt jetzt Sieg für Sieg hinterher und ist auch mit oben dabei. Hatte jetzt zwar schon 2 Niederlagen insgesamt, aber so ist es halt. Und vielleicht kann es ja Eule, den ich schon gesehen habe, entdeckt habe, Grüße an dich, mal aufklären. Du wirst auf jeden Fall nicht spielen, es ist mir klar, aber ich sehe an der Zahl trotzdem 6 Spieler. Wer wird dann heute hier aktiv am Rooster spielen? Wer ist Stand-In oder ist einer von denen auch Coach? Wäre mal ganz cool für mich als Feedback, damit man gleich mal sehen kann. Aber Heat, wird der Heat gesagt oder Head? Steht es für Kopf? Dann Anhuin. Ist auch richtig schwierig, das ist falsch auszusprechen, ne? Wird das H mit ausgesprochen oder nicht? Ja, oh ja. Hades finde ich okay. Bestimmt ist es auf Deutsch. Painix. Pret oder Preet? Preet. Ja, ich weiß es nicht. Ich frage lieber jetzt nach. Alles, du weißt bei mir. Das Einzige, was ich hier kann, ist die Reaction. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder, Alter. Reaction, Albis Reaction-Typ und Reaction ist schon mein Bester. Ist schon Liebe. Ist schon Liebe. jetzt Englisch. Head, also Ahead. Achso, Ahead für ich bin ein bisschen voraus. Alles klar. Okay, werden wir hinbekommen. So, was hat Olli geschrieben? Was hat er geschrieben dazu? Paul 2K wurde offiziell vom Big TS ge... Was? Ja, weil er vorher geschrieben hat, dass er eingewechselt wurde. Was? Ich dachte jetzt schreibt er mir, gesagt, Paul 2K ist dabei. Ich so, die habe ich gar nicht gelesen. Egal, wir haben noch ein bisschen Spaß. Ja, hier auf der anderen Seite kennen wir die Teams. Ja, es ist kein IP da, von daher. Ne, dann warten wir noch ein bisschen, haben wir gut. Maeve. Nash, No Rules, XCR und Freezy, das 5er Lineup, die 5 Spieler kennen wir. Bei Bang Esports hat sich nichts geändert seit dem Anfang der Season, der Division 3 der ESL-Meisterschaft. Und deswegen bin ich mal gleich gespannt, wie es hier weitergeht. Wie es hier aussieht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts. Passt. Passt alles. Wir können jetzt nochmal Overlay reingehen, können jetzt hier erstmal chillen. Wir werden Nuke spielen, was ich persönlich finde echt schade ist, eigentlich. Weil ich finde Nuke.
für diese Konstellation jetzt, für Bang gegen für Big, oder für beide Teams jetzt hier, wo man echt eine geile Partie erwartet, irgendwie nicht gerechtfertigt. Ich finde, Nuke ist halt, da muss man nur einmal einen kleinen Fehler machen, so, und plötzlich snowballt das komplett das ganze Game. Weißt du, ich meine? Also, es ist irgendwie keine coole Map. In dem Fall. Ah, keine Ahnung, also ich finde Nuke gar nicht so schlimm und ich finde, es ist auch mittlerweile wesentlich besser geworden zu sehen, als es mal war. Also, ja. Oh. Da startet einfach der Server bei mir. Da habe ich vor 2 Minuten gefühlt die IP eingegeben hab. Naja, kann auch sein. Also weiß ich Bescheid. Also ich muss mir Head nicht merken, denn der spielt heute gar nicht. Danke auf jeden Fall nochmal fürs Reposten. Ich hab übersehen. Das geht sehr schnell. Hier wird sehr viel reingechattet, was ich auch okay finde. Das finde ich geil, wenn man so aktiv ist. Deswegen grüße an alle, die hier reinschauen und sich hier diesen Cast für uns geben. Ja, wer uns nicht kennt, die meisten. Mittlerweile, glaube ich, ein paar kennen uns schon. Ich habe schon ein paar Cover und Steffen gesehen. Ja. Kennen den Emotionscast von Albi und Pat. Ja, das wäre jetzt. Ja, bei mir geht es aber nicht. Ich guck gar nicht drauf. Vielleicht ist Steam auch gerade down. Warum haben wir irgendwas gelesen? Also ich bin auf jeden Fall da. Connecting to CSGO Network. Ich hoffe, ich komme dann irgendwie rein auch, dass es läuft. Gibt's Radio. Du möchtest besonders gegrüßt werden. Jetzt geht's los. Ich glaube, das spinnt wohl, Junge. Ich glaube, ich werde dich immer so begrüßen, mal wegen so. Ja, kannst knicken, Alter. So, das ist die besondere Begrüßung. So, also bei mir ist Steam Network scheint Probleme zu haben. Ich hoffe, irgendwie werden wir gleich auf den Server kommen. Bist du schon da? Auf dem Server? Ja, ich bin drauf. Okay. Ich bin drauf, ja. Ich hoffe, es geht noch nicht los, sonst wäre natürlich bitter, wenn wir jetzt nicht funktioniert. Und ja, das ist richtig. Big hat auf Juk verloren gegen Wolves. Guck mal, und XCR ist gerade hier im Chat. Ganz schuld, dass ich unterbreche. Die kommen nicht rauf auf den Server von Bang. Nicht, dass jetzt wieder aus dem Deathwind kommt. Hier auf jeden Fall heute Probleme mit Steam. Big so. Ist, ja? Also von denen ist bis jetzt nur Panic auf dem Server. Okay, dann gucken wir gleich mal, was passiert. Ich hoffe natürlich, es klappt irgendwie. Wenn nicht, müssen wir warten. Ich habe keinen dritten Cast heute Abend mehr hier vor. Wenn nicht, warten wir noch, ob es geht. Ansonsten wäre es natürlich cool, wenn es auf beiden Seiten natürlich einen neuen Termin für das gibt. Einfach nur für beide Teams, denke ich mal, am fairsten. Und am besten kein Nuke, sondern Inferno. Schön Inferno diesen beiden Teams. Nee, das wird sich nicht mehr ändern. Oh, das wäre so Bombe. Das wäre schön durch, also. Schön Inferno, ja. Eule, fühlst du dich manchmal wie ein Vater. Ja. Jetzt kommt die Darth Vader Stimme. Ja, ja, ja. Ja, wie ein Opa. Jo, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich werde mal kurz AFK in der Zeit, dann nehmen wir ganz kurz. Wir können ja mal irgendwas. Was gibt es denn noch so zu erwähnen? Wie läuft es denn allgemein? Wie ist denn die Stimmung? So, vielleicht kannst du ja Eule mal ein bisschen aufklären. Wie ist denn die Stimmung im Academy-Team? Wie sieht es da aus? Wie sind die Erwartungshaltung? Wird es Rooster-Änderungen geben? Gibt es da irgendwas, was man schon berichten darf oder einfach allgemein so ein bisschen sagen kann, wo es dahin führt? Weil mitten in der Season irgendwie. Ja, man weiß es ja nicht. Okay, jetzt Nightingale Damage wird auch nochmal komplett so gespielt. Mal gucken, was für Ergebnisse sind. Aber wenn man dann Division 1 wahrscheinlich nicht schafft, können wir fast vorstellen, dass sowas passiert. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie groß der Druck ist vom Management. Also ich kann mir das schon vorstellen einfach, weil es halt die größte deutsche Orga im Endeffekt irgendwo, oder? Oder die am meisten hat. Ja, okay, da gebe ich natürlich recht mit Changes. Ja, ist ja okay, dass ich drüber gesprochen habe. Ah, ja, warum denn nicht? Ich dachte, hier kann man ein bisschen so, ey, komm schon, Diggi, Alter, ja, so, dies, das. Ich weiß, ja, wir sind noch nicht dicke. Stefan und ich haben uns. Also, Stefan hätte mir das auf jeden Fall. Ich weiß, wie ich dich speziell begrüße. Immer mit Stefan. Nicht mit Steffen, sondern mit Stefan. Weil ich immer schon falsch mache. Ich sag immer Stefan ab jetzt. Stefan. Schließt der V2K ist auch dabei mit Stefan. Genau so werden wir dich immer begrüßen jetzt. Genau so muss es sein. Ja, ich sehe deinen Namen. Grüße gehen raus hier an, wenn das ist, an die Elite von Big. Und mal gucken, ob es hier hoffentlich losgeht. Ich wäre echt begeistert, wenn wir hier noch irgendwie das zustande bekommen. Also mittlerweile bin ich connected. Ich glaube, ich kann uns auch auf dem Server connecten. Hat bloß wirklich 2 Minuten gewirkt. Preet ist auch noch da. Naja, einfach nur erstmal. Also es kommt langsam nach und nach, die Leute. Ja, dann hoffen wir, es geht da. Bin ich drauf. Also es ist halt super schwer jetzt gerade, natürlich, wenn so ein Netzwerkproblem ist. Ja, ich komme aber nicht auf den Server, ist wirklich krass. Ich komme wirklich nicht raus. Da ist auch Freeze von Bang, also so ganz langsam, aber sicher trudeln die Spieler ein. Aber ich komme nicht rauf! Aber die Connection-Probleme habe ich nicht mehr, sagt er zumindest.
Ja, ging mir auf jeden Fall auch so. Active CS. Also, gestern war es schon der Fall. Ich konnte mit einem Kollegen nicht schreiben. Mit allen anderen irgendwie schon, aber mit ihm nicht. Da gab es Connection-Probleme per Steam. Also sehr, sehr bitter. Ich hoffe natürlich, ich komme jetzt auf den Server, auf den GoTV, dass wir hier dann gleich den Cast vollziehen können. Und zusammen ein bisschen geile Counter-Strike. Oh, ich kann nicht connecten. Verzögert, wie bei dir. Counter-Strike-Action haben. Also auch schon mal gleich für alle, die jetzt neu mal hier bei mir dabei sind. Ich bin Emotionscaster. Bei mir ist jedes Spiel Major-Spiel. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, so immer meine Vorstellungen reinhauen. Muss einfach sein jetzt. Bei mir ist immer, wenn es geil wird, immer Major-Stimmung. Ja, ganz klar, wisst ihr Bescheid. Es kann nur geil sein, dann mal so zu spielen oder sich anzugucken. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Patty ist meine, ja, ich habe es vorhin nicht gesagt, aber ich gedacht nur. Im Endeffekt dann zu mir die Schlaftablette, die halt den ruhigen Pool wieder reinbringt, so. Ja, dann immer voll dabei ist, ruhig ist, gesittet. Und dem einen gefällt es, dir einer nicht. Dreht schon mal ein bisschen leiser das Mikro, Mikro nicht, aber eure Sound. Wenn ihr nicht eure Ohren wegplatzen haben wollt. Die einen feiern es, die eins nicht. Ich glaube, ein, zwei haben mich vielleicht auf dem Dreamhack noch gesehen für die letzte Map hier. Ich glaube, Cover und Stefan haben sich gefreut, als da noch wenigstens irgendwie da ein bisschen Action war. Also läuft. Und ich habe jetzt gerade bestimmt 6-mal Connect eingegeben und jetzt macht er verzögert immer wieder Connected auf Nuke. Was soll der Hättest du nur einmal machen Scheiß? dürfen. Ich sage ja, ich wollte gerade auch das zweite Mal Connect eingeben und plötzlich taucht der Server auf. Also, das waren ja auch gar keine Caster eigentlich, Paul. Also, zumindest nicht für den CS-Bereich. Ja, genau, die waren halt nur Moderatoren, muss man sagen. So, der eine kennt sich ein bisschen aus Matchmakings. Im Endeffekt genauso mein Niveau. Ich bin auch so eher so in der Hinsicht, aber deswegen muss man die in Schutz nehmen. Die Frau hat gar keine Ahnung gehabt. Im Endeffekt hat man ja auch dann nur das Uff gehört und ich weiß es nicht. Und der Typ hat ja am meisten geredet. Hat ja ein bisschen was versucht und ich habe es ja auch versucht, dann irgendwie zu retten. Ich hatte ja Glück, dass ich da mit rein durfte. Das war mal geil und deswegen nächstes Jahr DreamHack, wenn das alles klappt, ich habe eine Karte. Dann werden wir uns beide da sitzen sehen. Unsere erste Stage, die wir mal dann offiziell auch bedienen, wäre bestimmt richtig geil. Weil es wirklich mal was ganz anderes ist, auf so einer Stage zu sitzen, besonders mit dem ganzen Equipment, die da so da hängen. Ich denke, ich habe vielleicht schon ganz gutes Equipment, was auch schon vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber das ist schon nochmal was ganz anderes. Ist schon krass. Das packen wir dann einfach nachher ein. Was sagst du? Ja, den Tisch nehmen wir dann einfach so mit und packen den ein. Ja, gucken wir mal. Mittlerweile sind wir auch endlich auf dem Server. Also ich habe angekommen. Wir haben Preet. Ich hoffe, der wird auch mal so ausgesprochen. Panic ist schon am Start. Und das N Panik. nach B. Was? Panic? Panik. Achso, mit X für. Ja, das X ist ein K. Ach Siehst du das denn so. nicht? Ach so. Entschuldigung. Also so wird er zumindest ausgesprochen. Bruder muss los. Auch da an alle CSGO-Spieler. Warum? Warum? Eigentlich müsste ich Pan 1X sagen, ja, so, ja, aber okay. X für K, Panic, okay, Panic, shit, okay. Panics, vielleicht die Mehrzahl, er gibt allen 10 Spielern, das X die römische 10, für allen 10 Spielern gibt er die Panik. Dann Preet, okay. Dann das Schlimme ist, mit dem N davor denke ich an Nahui, Nahui. Weil Big oben nicht, da kein Punkt ist, denke ich automatisch das N irgendwie an, weiß ich nicht, dann ist Russland da, ja. Das wird auch, also der Name ist wirklich hart, finde ich. Der wird mich echt heute Abend, also gleich schon mal vorweg, richtig brechen. Anhuin. Ist es so ausgesprochen oder wird's ha leise? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ich quatsch zu viel. Keine Ahnung. Also ich würde den Anuin aussprechen. Wie? Ohne das H, Anuin. Anuin. Weiß ich nicht, keine Wenn Ahnung. ich Anuin sage, denke ich an Anduin. An Nein, Warcraft. Dann das ist ein stummes H. bin ich bei Anduin. Da bin ich bei Ja, Anduin einfach. So habe ich den Namen gerade eben Der macht eingeprägt. Anduin, der macht so eine Magic Spells hier und knallt euch alles weg. Was jetzt? Ach, Dankeschön. Vielen Dank. Ich hab's vergessen, mein Wasser. Frau, Dankeschön. Grüße an meine Frau. Ein leises Haar. Wenigstens ist jemand, der sich um deine Gesundheit kümmert. Ja, ich wollte Oder es um deine vergessen. Stimme. Ich wollte ja gerade aufstehen, aber dann habe ich ja die Probleme gehabt hier. Oh, guck mal, da kommen die nächsten. Maeve ist da, No Rules ist da. Es treffen langsam alle ein, Reaction ist da. Noch zwei und dann sind wir schon vollständig. Ja, und wir haben es Läuft ja noch fast in der langsam. Zeit geschafft. Schauen wir mal. Eieiei. So, Handy ist auf lautlos. Ich hoffe, ihr seid auch alle ready hier für die jetzige ESL-Meisterschaft.
Für den jetzigen ist immer doof, wenn ich mal zu schnell quatsche und aber nicht nachdenke, was ich rede. Für das jetzige ESL-Meisterschaft, habt ihr so ein Dreispiel, habt euch schon Trinken besorgt, ob es ein Bier ist, ob es eine Cola ist, ob es Wasser ist. Ja, nebenbei vielleicht auch ein Booster. Meine Grüße gehen raus an den guten Danny, der nimmt immer Booster vom Spiel. Und irgendwie sowas, um hier gleich mit uns zusammen diese schöne Partie hier auf Nuke zu feiern. Was denkt ihr denn? Wie viele Leute sind denn hier für Big und wie viele sind für Bang? Ich glaube, Big hat natürlich, Big Ohm Academy Team hat wahrscheinlich schon ein paar mehr Fans am Start. Oder sind ja auch ein paar Leute dabei, die für Bang Esports hier den Abend hier vertreten, um die Fans darzustellen. Was sind eure Predictions? Was denkt ihr? Wer wird's machen? Wird's ein knappes Spiel? Wird's eine Überfahrt? Was sind eure Meinung? Haut mal was raus. Easy Bang, Bang, Zerster ist dabei. Und ich bin für Bang Esports. Oh, auf geht's. Ich glaube, da sind ein paar auch so Karma-Klatschen dabei. So, gefühlt, keine Ahnung. Ich bin für Bang. Bang 16-13, mein Read. Okay, Paul2k sagt Bang. Okay, schätzt ihr so? Okay, Big ein. Mal gucken, ich bin echt gespannt. Gleich, wir warten jetzt noch auf einen Spieler bei Big. Okay, sind alle da. Hey, okay, gerade rein. Okay, dann bin ich mal auch gespannt. Warm machen und dann kann's losgehen. Also, du wolltest gerade noch was sagen. Auf jeden Fall hat Big schon mal verloren gehabt, hast du gesagt? Ja, genau. Gegen Wolfes. Also gegen Wolfs. Gegen Wolfs Esports, okay. Aber die sind das auch. Ist aber auch schon lange her, ne? Also, okay. War am 28. Januar. Ist halt schon über einen Monat her und da ist wahrscheinlich, kann auch viel passieren auf so einer Map. Haben davor gegen ernstes Team auch gewonnen, 16-1 auf Nuke, also. Einzuschätzen. Kann immer mal einen schlechten Tag haben, gerade auf Nuke, wenn man dann eventuell als C starten muss und die CTs echt dominieren, machst du halt nichts an so auf so einer Map. Ja, so ist es halt. Ist halt Nuke, ne? Gefühlt Nuke immer so eine Hassmap. Also ich. Irgendwie ist sie schon geil geworden, allgemein. Irgendwie, weil die auch. In Nuke so mittlerweile schon gefühlt relativ viel gespielt wird, auch dank der ESL-Meisterschaft durch diesen Zwang, da der dann festgelegt wird. Ich glaube, die dürfen ja nicht selber nicht voten da, ne? Also es wird ja fest vorgelegt. Und dadurch sieht man halt auch sehr oft Nuke in letzter Zeit. Und mittlerweile dadurch ja auch durch die Bank weg auch Taktiken dafür. Und dann ist es schon mal doch nochmal ein anderes Gefühl im Vergleich zu früher, wo wir angefangen haben letztes Jahr. Mit Division 4 auf Nuke, das ist natürlich immer sehr interessant. Oh, und gerade wo wir es sehen, bin ich echt gespannt, ob wir heute auch hier auf den Teams-Seiten irgendwie, wer weiß, aus Versehen irgendwelche Rechtsklicks sehen auf den jeweiligen Friends, ne? Aber egal, wir sind drinne, wir sind live. Viel Spaß hier, ESL-Meisterschaft, Division 3, Big Ohm Academy gegen Bang Esports, hier auf DE Nuke. Es geht um Platz 3, beide Teams stehen 11-2 und es geht los. Die Jungs von Big können den ersten rausnehmen, aber man kontert immer an. Und ich bin gespannt, wer das Ding holt. Es sieht aus wie Big. Und am Ende, ob sie dann als CT starten oder sagen, hey, wir zeigen euch mal, wie man auch als Terror hier als Nuke starten kann. Was ich zwar nicht glaube, aber ist es alles drin hier, Paddy. Alles kann passieren. Ja, alles kann passieren, aber nichts wird passieren. Also man bleibt hier klar, stay. Und dann sind wir auch schon im Neustart des Servers. Oder der Runde. Und damit sind wir jetzt live, gehen die Pistol Round und ja. Big Ohm Academy startet hier als CT. Bang Esports muss als Terrorist jetzt hier zuerst zeigen, wie viele Runden sie hier holen können. Dann geht's auch schon los hier. Man geht direkt rein in die Lobby mit drei Leuten. Einer aufs Dach. Und auch sehr schneller Argo. Kann direkt den ersten Spieler rausnehmen. Jetzt noch auf der Pommes. Ist Reaction. Kann einen rausnehmen. Ja. Und damit hat man den A-Spot clear. Da kommt aber schon einer durch die Menge geschlichen hier. Ah, und Panic wurde gesehen. Und der Maeve macht den nächsten Klick. Panic alleine jetzt noch im 1 gegen 4. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, wird richtig schwer. Geht einfach ganz frech jetzt durch die Smoke. Macht den ersten Kontakt, aber dann Nash von der Seite. Keine Chance. Bang Esports 1-0. Und da kam gerade die Frage. Also, es ist halt so, der gute Pat, der sitzt ja nicht hier bei mir. Und deswegen läuft eigentlich immer die Auto-Direction, wenn er dran ist mit dem Sprechen, denn das ist der einzige Weg, um euch das zu zeigen und er auch das passende Bild dazu hat. Und wenn ich ausraste, habt ihr meistens eigentlich immer eine manuelle Direction, immer zur Unterzahl und nicht dann zu dem, der vielleicht gerade die Top-Frags macht. Wir sind dran, zweite Runde, ja, verworfene Flash, aber von Freezy auch in Ordnung.
Und man macht die Full Ecke hier auf Seiten von Big Home Academy, bis auf der gute Reaction. Kauft mal kurz rein. Okay, Hades auch. Und Preet auch. Aber eine Wahl weg. 2000. Warum haben wir also, so viel? Ja, ein paar Kills gemacht? Ne, eigentlich nicht. Ne, deswegen, ein Kill ist so gefallen. Deswegen, das geht aber irgendwie. Aber egal, wir sind drin in der Runde und dann mal gucken, ob man doch irgendwie zaubern kann. Ja, man lässt sich hier auf jeden Fall Zeit. Sucht auch hier erstmal wieder seine Position, um nicht jetzt hier irgendwo in den Stack von Big Ohm Academy reinzurennen. Und ja, man hängt noch mit zwei Leuten auf dem Silo rum. Priest ist auch draußen, ja, am Red. Sucht auch irgendwo einen Spieler, da ist aber keiner. XCR auch schon gerade Secret einmal kurz reingeguckt, aber auch da, keiner zu finden. Man steht sehr passiv hier. Komplett auf dem Spot drauf. Zwei unten auf dem B-Spot, einer auf dem A-Spot. Jetzt ist derjenige, der hier pusht und er wird dafür direkt bestraft. No Rules, passt auf, kann hier ein Headshot landen gegen ihn. Ja, ich glaube, das war einfach nur ein Informationsplay hier aus der Pommes raus, um was zu sehen. Aber die warten einfach nur ab. Bang macht es ja clever, noch aber 35 Sekunden auf der Uhr. Und wer steht oben? Es ist Reaction, der geht rein, wird auch rausgenommen. Und dann ist kein weiterer Spieler hier oben auf dem Spot. Alle anderen entweder unten oder versuchen jetzt von der Rampe rüber zu pushen. Ha, das kann doch mal ein Frag ziehen. Super wichtig, will die AK sich gönnen. Und dann weitere Schaden zu machen. Panic! Junge, ich wollte eigentlich Panics gerade sagen, aber Panic, jetzt ist im Kopf drinne. Macht es vielleicht nochmal spannend. Die Granate fliegt. Oh, die macht gar kaum Schaden. Und der Kopf sitzt. Dreht er sich nochmal um. Will den Flick vielleicht landen, falls der gute Freezy reinläuft. Der tut's aber nicht. Macht den Frack. Und wir haben das 2:0. Man kann auch trotzdem drei Spieler rausnehmen. Besser als nichts. Und dadurch verliert man, glaube ich, eine AK. Oder hatte man drei oder zwei? Man hat, glaube ich, drei. Also hat man eine verloren. Hat sich also soweit schon mal ein bisschen gelohnt. Für eine Full Echo einfach. Man hat sehr viel Geld. Man kann hier in die AWP auch reinkaufen bei Panic. Und ja, die anderen sehen es schon. Die Meta setzt sich auch hier fort. Drei Augs, eine M4 noch am Start. Nur Reaction hier. Noch mit dem altmodischen Stil mit der M4. Und da gibt es auch schon gut Schaden. Ness mit dem First Frag. Maeve auch. Und dann sind doch schon drei Leute auch vom Bank gefallen. Jetzt der vierte. Und damit ist es nur noch Freeze, der noch hier outside rumrennt. Gegen die drei Spieler von Big Ohm Academy, die natürlich alle rund um die Bombe hier auf dem A-Spot jetzt sitzen und nur darauf warten, dass Freeze irgendwo sich zeigt, um ihn dann abzuholen. Ja, und der läuft hier gerade nochmal weiter, macht es gut, hier über Contact, boostet sich selber hoch, natürlich läuft, hört den Zoom hier von Hades, und da wurde er gesehen von dem guten Panic, und der die AWP hatte, ich dachte gerade, das wäre oben gewesen, hier vom Zoom-Faktor, habe ich gerade so gehört. Aber da holt man die erste Runde hier auf Seiten von Big Ohm Academy. Ganz, ganz wichtig hier in dieser, auf der CT-Seite, diese Waffenrunde auch zu gewinnen. Ansonsten hat man hier vielleicht doch noch echt einen kleinen Schneeball-Effekt. Und man verliert noch einige Runden. Und das war super wichtig. Und man schickt Bang jetzt danach direkt hier in die Pistol Force mit den Deagles. Aber trotzdem Utility, ne? Also man hat auch komplett runtergebaut, sehe ich gerade. Nur Freezy mit 1000. Und außerhalb wartet man, aber da könnte der Deal-Click vielleicht gleich landen. Hier ging Panic und der Anschluss ist aber da. Und wie viel Schaden kann man noch machen? Jetzt auf Seiten von Bang, die Smokes kommen. Die Molo ist ganz gut, aber ein Tick zu spät. Macht guten Schaden gegen Maeve und XCR. Oh, das war übel, aber trotzdem, zwei Spieler sind schon unten durch. Jetzt muss man aufpassen, jetzt hat man hier gerade in die Flucht, in den Laufweg hier geworfen. Und man pusht hier runter komplett und es geht hier rein. Rules, wird keine Chance, man kriegt den Kopfschuss von den Jungs. Den nächsten, den die Reaction rausnimmt und nur noch Maeve. XCR am Leben, die beiden haben halt nichts mehr. Freezy mit seinen 100 PS oben mit der Tech 9. Könnte vielleicht mal connecten, aber Preet von oben holt sich hier diesen Frag und die beiden Spieler Maeve und XCR. Ich glaube nicht mehr, dass sie viel Impact haben mit ihren wenig Leben. Da müssen schon echt krasse Deagle-Shellen jetzt passieren. Ja, da sieht man sie jetzt gleich auch schon. Da Reaction direkt mit dem Fracking Maeve und kann auch eine XCR rausnehmen. Ja, und Reaction mit 4K, ne? Hier. Reaction mal kurz in 4K hingelegt. Schön gemacht. Big Ohm Academy. 2:2 Ausgleich. Und Bang Esports wird erstmal jetzt in die Full Echo gehen, um dann nächste Runde mit der nächsten Waffenrunde durchzustarten. Und ich bin gespannt, ob Bang jetzt wirklich mal richtig schnell einen Argo einfach macht. Ja, man könnte ja jetzt rein theoretisch schnell, aber man hat einen Smoke und eine Granate. Das sieht alles nach einem Schacht-Go aus Richtung B. Ne, man geht sogar über Rampe. Das ist natürlich hier Hades schön vorgepusht, kann aber nur einen rausnehmen. Das heißt, die Waffe kann man sich sicher in einem 1-1 fällt. Und Freeze hier auch gerade ganz close im Duell gewesen mit Anuin. Aber da ist nicht viel passiert. Jetzt Reaction ist zur Stelle, kann aber auch nur einen rausnehmen. Das heißt, der nächste Trade ist da.
Dann ist nur noch Panic Street und Anuin hier gegen drei Leute von Bang Esports, die aber noch nicht wirklich an die Waffen gekommen sind. Ja, trotzdem lässt sie mit dem nächsten Frag und macht nochmal richtig Schaden hier gegen Preet. Ja, richtig gefährlich und plötzlich kann XCR vielleicht nochmal gut was machen, denn die Bombe tickt, der schnelle Go hier über, was war es eigentlich, über die Rampe oder ist man in den Schacht gekommen? Er war ganz gut und jetzt der Spray, oh, die erste Lok ist da, aber jetzt verfehlt er hier und Anhuin wird den, Hul kann den Diffuser machen, aber das hat richtig wehgetan und jetzt wird auch mal reingechattet und nur getrollt werden, heißt jetzt Panic oder Panix? Jetzt aber bitte Eule, bitte, ich bin jetzt hier, jetzt, ich darf den Chat nicht mehr lesen. Ja, 3-2, man hat hier gerade bitter nochmal 4 Spieler verloren, was echt nicht so schön war. Aber das Geld war da. Und somit kann man nochmal eine schöne Waffenrunde spielen. Die AWP ist am Start. Utility ist voll ist komplett da. Überall sind gute Waffen am Start. Also ich denke hier, die Waffenrunde muss man einfach holen. Ansonsten kann Bang langsam aufholen. Aber diese eine Full Accuracy hier mit den Glocks, die war einfach, hat richtig krass Schaden gemacht. Das hätte gar nicht passieren dürfen eigentlich. Sehr viel Schaden auf jeden Fall in dieser Horseball bzw. Eco gemacht und jetzt hat man natürlich hier gut Geld und halt hier Big Ohm klein. Die müssen gucken, dass sie jetzt hier die Runde auf jeden Fall holen, weil sonst gehen sie auch in den Horseball, so wie es aussieht. Aber Preet ist hier zur Stelle in der Pommes, kann den ersten Spieler rausnehmen. Ness geht da auf Contact vor und verliert da das Duell sehr deutlich sogar. Reaction kriegt nicht mal einen Schaden. Also, hast du gelesen? Ja, Panix heißt so. Er. Ganz normal, nicht Panic. Also so wie man es auch liest, das finde ich gut. Also hier Preet mit dem ersten Frag hier und den zweiten sogar in der Runde. Und dann fallen die ganzen anderen Leute Reaction, macht den Double Frag. Und ja, da ging es ganz schnell. Panix holt sich den letzten. Und da war es das dann auch. Und hat man gerade zu 5 überlebt oder zu 4? Das habe ich gerade nicht genau gesehen. Aber ich glaube, alle 5 haben überlebt, ne? Man kann sogar in 2 AKs sich holen. So mit Flawless Runde hier für Big Ohm Academy. Super gut hier für sie. Und man kann wieder weiter was fürs Konto tun. Bang Esports muss ich überlegen, oder eine richtige Taktik auf jeden Fall überlegen, wie man hier wieder nach vorne kommt. Ich denke, über die Außenkontrolle mit Smokes, anstatt die Rampe oder dann hier in dem Abgang runterzugehen, vielleicht mal doch dann auf Contact zu spielen, wäre auch nicht ganz verkehrt. Ja, auf jeden Fall muss man gucken. Vielleicht hier so einen schönen Smoke-Go, den spielt man ja sehr gerne mittlerweile auf Duke. Die Smokes, dass man zieht und absmoked und dann da runtergehen kann. Da bin ich mal gespannt, ob wir es nachher noch sehen werden hier. Also auf Seiten von Big Ohm, denke ich, werden wir es auf jeden Fall sehen. Ob es Bang hier auch drauf hat, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie gut sie auf dieser Map hier trainiert haben oder ob sie jetzt hier wirklich gerade Freestyle spielen müssen. Da stellt sich eine echt super Frage hier, ob sie Freestyle spielen müssen. Aber man hat ja schon einen Smoke-Go gehabt. Das ist eigentlich so ganz in Ordnung. Also soweit ging es ja soweit. Da ging dann außen dann der Abgang go relativ schnell. Die Molo kam bloß etwas zu spät auf Seiten von Big Ohm Academy, aber trotzdem gut gegen Maeve und XDR Schaden gemacht. Und jetzt wartet Anuin, ja gut, macht den Double Frag, no rules, kann aber den Klick an gegen Nash. Und der ist auch, jetzt ist zwar schon raus, aber Freezy genau, wird rausgeholt. Mate, konnte er den Klick landen. Echt jetzt? Ja, ne, es ist nun mal auch, Bang. Achso, verdammt, ich dachte, es fehlt. Okay. Ja, das, bei mir ist auch der Tunnel dann da. Bei mir ist der Tunnel, wenn die Frags, wenn die Action passiert, dann hier Major, Tunnel. Dann kriege ich nicht mehr mit, wer wen killt hier. Wenn es im eigenen Team ist, einfach nur oben. Ja, wie egal. 5-2, Big Ohm Academy, der nächste Zähler auf dem Konto. Und natürlich super wichtig, denn es ist ja eigentlich wie immer eine CT-Map. Und ich spüre jetzt hier gar nichts von irgendwie, dass man hier Probleme hatte hier mit Nuke im Vorfeld. Die machen hier echt einen guten Job. Spielen es hier sehr solide. Gehen sehr solide auf jeden Fall bis jetzt, stehen gut auf ihren Spots und natürlich ist dann auch die Einzelperformance gerade hier vorhanden. Jeder gewinnt hier seine Duelle und damit hier nur die 2 Runden durch die Pistole für Bang bis jetzt. Da muss jetzt noch von ihnen ein bisschen was nachgelegt werden am besten, weil ein 13-2 ist halt schon schwer da nachher nochmal zu drehen, wenn man so wenig Zeit hat, um die Runden zu holen. Ja, und hier Panix jetzt mit einem schönen Peak hier aus dem Abgang nach vorne gegangen für die Information. Ein bisschen dreist, aber perfekt gelaufen. Macht den First Strike hier gegen Freezy. Damit hat er einfach nicht gerechnet. War zwar abgezielt, aber kam aus der Smoke raus. Das Timing hat nicht gepasst. Panix zum zweiten. Panix auch noch zum dritten ist die Frage. Nein, jetzt ist erstmal die Molo da. Und, oder die Brand in dem Fall. Und dann passiert ja erstmal nichts. 3 Spiele nur noch bei Bang. Jetzt muss mal langsam was passieren. Nur Rules ist rausgenommen. Reaction kann auch noch XR rausnehmen. Und Mayfuls Reaction jetzt endlich. Aber der müsste jetzt hier irgendwie das Ace machen. Schafft er leider nicht.
wird dann von Anuhin auch noch hier gekillt und somit 6-2. Big Home Academy sieht extrem solide gerade aus und Bang scheint sich da vielleicht einzureihen, wo man Probleme hatte, auch schon im Vorfeld. Aber okay, man darf nicht vergessen, es ist Nuke, es ist Terror. Wenn man super spielt und super gut steht als CT, hat man eigentlich als Terror sehr wenig Chancen. Ja, aber man scheint wohl nicht zufrieden zu sein. Also da wird auch die Pause gezogen von Bang Esports. Also ich gehe fest davon aus, dass sie von ihnen ist. Und ja, man muss sich jetzt besprechen, was man noch ändern kann. Weil im Moment hat man da einfach ja gar keine Chance, irgendwie Richtung Spots zu kommen. Man wird da schon entweder outside abgefarmt oder spätestens, wenn man nur annähernd an die Halle ran will. Also man steht in Pommes safe, man steht dann zur Tür safe. Bis jetzt keine Chance, da irgendwie für Bang auf den Spot zu kommen. B hat man probiert, einmal über die Rampe anzuspielen in der Eco, danach gar nicht mehr bis jetzt. Mal schauen, jetzt hat man wieder eine Force-Buy, wo es jetzt lang geht. Ja, man, diesmal geht es wieder über die Rampe, also die Force-Buy ist wieder über die Rampe. Aber da steht A, das ist halt auch schon perfekt da, kann einfach reinsprayen, macht 3. Ja, den vierten nicht, zieht sich dann lieber nochmal zurück. Ja, finde ich auch ganz stark gespielt. Ganz stark gespielt, wie er hier wirklich nicht auf den unbedingten 4K-Highlight-Frag machen möchte, sondern sich direkt zurückzieht. Er merkt, okay, bevor ich jetzt eine Waffe verliere, denn das ist Disziplin. Weil jedes Quäntchen Geld kann so schnell hier wegschmelzen als CT und besonders auf Nuke würde das einfach dann nur brechen und dann ist jede Waffe Gold wert. Das war ein super Play. 3K, ganz ehrlich, was willst du mehr? Das reicht. Value getan und den Rest lass deine Mates machen. So, mit 7-2, Bang Esports jetzt mit der nächsten Waffe und haben auch eine AWP bei XCR. Und jetzt brauchen sie mal ein langsames Aufbauspiel. Aber wenn man jetzt vielleicht dann doch ein Tick zu hastig ist, könnte es auch gleich schnell ganz wieder anders ausgehen. Und man ist dann wieder in der Force Buy mit Pistols. XCR hat da kurz die Main abgezielt, wird dann aber abgesmoked die Tür. Damit muss er sich jetzt auf jeden Fall erstmal neu aufbauen. Ha, das pusht hier schon Richtung Radio, ist natürlich super. Wenn er dann eine etwas aggressivere Position hat, desto früher weiß man halt, ob es B geht oder nicht. Und jetzt geht es wieder außen mit einem Spieler. Na, sogar zwei Spieler gehen außen lang hier von Bang Esports. Oder auch doch nicht, da zieht man sich nochmal zurück. Also wird es doch wieder ein Go wahrscheinlich Richtung A werden. Ja, das aber hier durch die Main im Endeffekt, durch die Pommes sieht fast so aus, aber vielleicht auch nochmal ein Aufbau Richtung Rampe, also man weiß noch nicht genau, sieht doch jetzt alles aus wie die Rampe und da steht halt wieder Hades. Der hat gerade den Spieler gesehen, jetzt hat ihn gesehen, zieht sich direkt zurück. Ja, die Granate jetzt nochmal vom Timing, passt dann nicht so wirklich. Macht nicht wirklich Schaden, aber man wartet einfach. Jetzt nochmal eine Molle hinterher, zielt's ab. Ist die Frage, wie viel Schaden kann man machen? Panix macht den nächsten Frag hier von unten, draußen. Dann kann Hades den einen Frag ziehen, aber XCR macht den Konter. Und wir haben das 3 gegen 4. Weiter geht's, nur Rules unten schon. Die Banks, Reaction holt sich XCR. Zwei Spieler nur noch, hier Maeve und nur Rules. Die beiden jetzt hier. Zum Sieg hier für Bang und da wird auch Rules rausgenommen. Maeve macht den Konter. Die Molle siegt, aber Preet passt auf. Gewinnt das Duell von unten, kam halt auch schon der gute Panix. Also es war nicht so leicht hier in dem Fall zum Schluss. Für den guten Maeve. Also 8-2, Big Home Academy. Steht super stabil hier als CT auf Nuke und macht auch ein schnelles Wechselspiel und somit gut herausgespielt. Bang, die nächste Pause, wie es aussieht. Ja, man hat jetzt nochmal Waffen und da wird man sich nochmal überlegen, was man jetzt diese Runde ja sich aus dem Playbook nimmt. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, im Moment sieht das noch ja nicht wirklich nach viel aus, was sie ja als Einfälle haben. Man spielt hier so ein paar Goes, aber das war's dann auch und ja, oben Big Open Academy steht gerade perfekt dagegen und da ist bis jetzt keine Chance für Bang Esports irgendwie ja, die Bombe zu planten, haben sie jetzt doch mal wieder geschafft, aber meistens reicht es halt selbst dafür nicht. Ja, das Wichtige war auf jeden Fall erstmal die Pistol Round zu holen, ne, dass man da nicht irgendwie nochmal komplett jetzt vielleicht 10-0 stehen würde. Dadurch hat man die zweite Runde auch noch geholt. Jetzt nochmal 2-3 Runden wäre gut, also ein 10-5 für Bang wäre glaube ich ein richtig starkes Ergebnis sogar und also selbst ein 11-4 ist solide. Solange man es hier Big Home Academy gleich tun kann. Auf der CT-Seite. Jetzt geht's schnell los. Reaction mit dem Spray. Den ersten, zweiten, dritten Frag. Macht den 4K. Nein, den 3. Und danach holt ein Rules die Reaction. Freezy holt sich auch noch rein. Aber auf der Baumel steht auch noch der gute Anuin. Aber der macht auch nichts. Und plötzlich ist Freezy in Action. Aber dann ist Hades da. Und es ist nur noch nur Rules, der jetzt hier gegen 2 spielen muss. Die Bombe liegt halt auch noch. Unclever. Jetzt geht er schnell runter hier. In den Schacht. Wird schnell gewechselt. Nur Rules muss jetzt versuchen, irgendwie noch Punkte zu machen. Der Bombenplan bringt auf jeden Fall erstmal etwas. Geld zieht er sich zurück, schleicht hier. Die Tür ist aber offen. Wurde noch nicht gesehen hier von den beiden Spielern von Big Home Academy.
Und die gehen hier halt langsam vor. Panic könnte jetzt hier auf eine Rules treffen. Aber eine Rules. Rum über die Double Doors. Und jetzt, ja, No Rules steht da in der Umkleide, wartet's ab und da wird er einfach abgemollied. Das ist halt leider so eine Standardposition und das ist super schwer für ihn. Ja, da wird er abgemollied, dann noch eine Flash rein. Plus dann die Schüsse einfach und ja. Und Runde für Big Ohm. Trotzdem das Geld natürlich sehr wichtig hier durch den Bombenplant. Man kann jetzt nochmal kaufen. Ist natürlich voll im Loser-Bonus drin hier. Und ja, jede Runde reicht es auf jeden Fall für AKs. Jetzt steht man wieder vor der nächsten Option. Was macht man? Man geht erstmal wieder zusammen hoch. Will hier auf jeden Fall outside ein bisschen was anspielen. Und Reaction mit einer Position, ja, die checken sie aber. Und damit holt man erstmal den ersten. Und man tradet hier schnell hin und her. Am Ende ist es dann eine 3 gegen 2 Situation. In favor für Bank Esports, aber da kommt schon wieder Panics. Der macht da direkt den Ausgleich raus. Und die Bombe liegt. Jetzt ist wieder dieselbe Situation. Hades und Panics im Afterplant hier probieren zu retaken, aber Freeze ist zur Stelle, kommt von hinten, kann hier schon mal alles rausnehmen. Und jetzt ist nur noch Panics, der hier gegen zwei von Bang Esports jetzt bestehen muss. Das sieht sehr gut aus, dass es hier die dritte Runde für Bang werden könnte. Ja, damit rückt man die dritte Runde. Bang Esports jetzt wichtigen Punkt gemacht, aber Geld bei Big Ohm Academy reicht auf jeden Fall, denke ich, noch hier, könnte man fast schon gefühlt sagen, für die letzten drei Runden, die jetzt noch gespielt werden. Reinkaufen kannst du dann geplant auf jeden Fall auch bei Bang Esports. Aber wenn man jetzt nach dieser Runde direkt wieder verliert hier auf Seiten von Bang Esports, hat man definitiv das Problem. Big Ohm muss natürlich jetzt hier einfach den Sack wieder zumachen. Dann soll es kein Problem sein, hier sogar zum 11:4 zu spielen, wenn nicht sogar 12:3. Also, ich bin gespannt. Ab geht es jetzt hier in der Runde Nummer 13. Die erste Meisterschaft Division 3. Big Ohm gegen Bang. Und da ist der First Fake hier von Nash. Jetzt plötzlich läuft hier. Bang regelt, aber Panic steht close. Holt den Frag. Und Nash piekt rum. Holt sich den Konter direkt hinterher. Die Smoke fliegt auch noch. Aber Maeve macht vorher noch Anhühn kaputt. Und Creed ganz frech hier aus der Pommes. In die Mitte rein. Holt sich hier den Frag. Jetzt muss man zu zweit jetzt hier bei Creed und Reaction jeweils gute Plays zeigen. Man will auf den Retake. Ganz klar. Man merkt es auch sofort. Aber die Smoke liegt noch. Hier in dem Toxic und Nash mit 20%. Die anderen haben alle noch fast 100, wobei fast Maeve mit 45. Reaction jetzt gegen XCR. Das Duell und dabei fehlt den Shot. Das war super witzig. Die Bombe geht. Reaction mit dem Double Frag. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt muss Nash hier das Ding reißen. Hier zu zweit nur noch sind sie auf Seiten von Big und Nash alleine. Und da kommt Preet hier mit einem super Peak. Alter, krass rausgespielt im 2 gegen. War es sogar 2 gegen 4? Nee, 2 gegen 3. 2 gegen 3 Situation. Ja, richtig aber gut gemacht. Man muss sagen, einfach hier gerade Reaction hat quasi diesen Retake alleine gespielt. Der Peak, klar, am Ende war wichtig, aber das war mit Sicherheit von der Ansage, weil Reaction hat den Spieler ganz knapp oben gesehen, als er aus der Tür rauskam. Und ja, sehr schön runtergespielt, holt er 2, kann dann noch die Ansage machen und damit die nächste Runde sichern hier. Und wie schon gesagt, dass das Geld ist jetzt einfach knapp bei Bang Esports. Klar, der Bombenplan bringt noch mal ein bisschen, aber man ja, überlegt jetzt auch, ob man hier vielleicht nur reinforst auf 2000 runter, um die letzte Runde noch mal mit Waffen zu spielen. Oder ob man jetzt hier komplett reinkauft. Deshalb wahrscheinlich auch die Pause. Ja, also was auch gerade richtig krass fand gerade, war oder bitter eher gesagt für Bang Esports. Man hat ja extra beide Spieler, wenn man es so sieht, 150% Leben insgesamt auf die Seite gestellt. Und beide schaffen es nicht, die Reaction rauszunehmen. Und der hat diesen wichtigen 2 Frags gemacht. Und danach muss man einfach nur noch Nash suchen. Der hat halt nichts mehr, ne? Der hat halt wirklich 17%, glaube ich, nur. Und es hat Preet gut gemacht, geht da hoch, die Box springt drauf und kann sich nur noch denken, er kann nur noch dort sein, weil alles abgecheckt wurde. Und somit guckt man hier verdient die Runde und bitter für Bang. Aber nächstes Mal muss man jetzt besser machen und zwar am besten übernächste Runde. Denn jetzt wird man nochmal eine kleine Pistol Force hier auf Seiten von Bang. Und man versucht es über außen, wie es aussieht. Mit 3 Spielern. Von innen ist man auch unterwegs. Man schiebt schon runter hier auf Seiten von Big Ohm. Also ob das jetzt so clever ist, weiß ich noch nicht. Geht fast zu dick, zu schnell. Reaction holt sich Nash. XCR holt den Konterfrag. Und die Bombe liegt aber oben. Anuin macht den Double. Und Freeze jetzt alleine mit der Glock. Macht nicht mehr viel gegen Preet. Und somit ist 11:3. Und jetzt braucht Bang Esports jetzt hier nochmal. Eure Fans müssen jetzt nochmal ein bisschen reinhassen hier im Chat. Genauso wie Big Ohm in der letzten Runde der ersten Halbzeit. Also Bang braucht diese Runde jetzt auf Krampf. Das wäre so wichtig, hier noch einen 4. Zähler zu holen. Damit man ja eigentlich dann vielleicht mitten im Game später dann als CT eine Runde abgeben kann
nachdem man die Pistol Round geholt hat als CT, ansonsten wird es richtig hart. Ja, es wird auf jeden Fall hart, gerade wenn man die Pistol verliert, wie du schon gesagt hast. Ja, aber das glaube ich halt. Ja, man muss halt gucken. Jetzt Alter, Junge! Reaction mit den Reaktionen. Der macht seinen Namen alle Ehre auf jeden Fall. Ja. Jetzt wird er dann doch endlich rausgenommen wie von Ness. Aber trotzdem, nimmt zwei raus für ihn selbst, also ein guter Frack. Und jetzt sieht es schon wieder schlecht aus für Bang. Man ist nur noch zu dritt. Man wusste, dass Outdoor auf jeden Fall hier welche stehen. Und ja, jetzt stellt man sich hier bei Big schon genauso auf, dass man da auf irgendeine Art reagieren kann. Panix hier sowieso gerade im Secret, sieht er den Silo-Spieler, nimmt einfach noch Ness raus. Ja, so ja, bitter hier für Bang in dem Fall, ne? Weil gut aus hier für Big. Ja, weil es ist auch so frech gemacht im Endeffekt, man geht extra davor, man denkt, man kann jetzt hier so ein bisschen, man weiß, da wird außen keiner sein, Reaction ist der Spieler, der immer außen steht, aber Panix ganz dreist einfach, auch noch im Abgang, macht hier die Lücke zu, übernimmt seine Position. Und wenn man jetzt auch guckt, letzte Runde mal betrachtet, weil langsam kommt man ja, weil Nuke ist ja doch relativ schnell, kriegt man ja mit, dass Reaction immer wieder wo an einer anderen Stelle steht, ne? Mal an der Main, mal an der roten Kiste, mal weiter vorne, mal close. Aber Maeve, einen schönen Klick davor und da macht er den Weg, wichtigen Frag. Jetzt die Frage, kann er Anduin besiegen, sieht aber nicht so aus. Anduin zum ersten, Anduin nicht zum zweiten, aber Rules nur mit einem AP. Keine Chance, jetzt hier gegen zwei Spieler. Hades macht diesen letzten Anschuss, diesen Streifschuss, reicht zum 12:3, also mit Big Om Academy, mit einer soliden Führung hier, als CT rausgespielt und allgemein in dieser Partie hier in der ASL Meisterschaft Division 3. Und dazu muss man einfach sagen, ja, super gut performt und bei Bang ging als Terror gerade nicht wirklich viel. Also ein, zwei Runden hätten es noch sein müssen. Ja, man kann fast sagen, sie haben drei Runden geholt als Terror, also ist ja schon okay, ne? Also es ist halt Nuke, man kann das noch schon drehen, aber ich glaube, bei der Leistung, die Big gerade hat, und ich schätze sie nicht ein, dass sie unbedingt auf T jetzt wesentlich schlechter hier performen werden, dass es halt super schwer wird. Drin ist es auf jeden Fall noch. Wir wissen, dass es eine CT-Map ist und mal schauen, was jetzt hier Bang macht. Die Pistol ist alles entscheidend, auf jeden Fall schon mal direkt. Jede Runde ist jetzt hier gerade eine Schlüsselrunde für Bang. Sie dürfen einfach keine mehr abgeben. Die dürfen keine mehr abgeben, du sagst es. Also die Pistol Round muss geholt sein geholt werden auf Seiten von Bang Xbox. Ansonsten sehe ich echt schwarz, weil Big oben, wenn sie die Pistol holen, denke ich, werden auch direkt hier die Folgerunde holen. Und wenn dann Bang aber vielleicht wie letztes Mal auch schon im Spiel plötzlich dann in der Folgerunde, weil sie Angst haben, reinforce und dann verlieren, dann ist es fast vorbei. Also man braucht jetzt hier die Pistol Round. Zweite Hälfte, die E-Nuke, ESL-Meisterschaft, Division 3, Bang Esports gegen Big Om Academy. Also, let's go, feiert nochmal eure Teams rein. Es wird nochmal intens, hoffen wir zumindest, hier auch für uns im Caster-Bereich. Denn ich will nochmal so eine richtig geile Partie, sind am besten 16-12 irgendwie, wie auch immer. Ja, kann alles möglich sein. Mit 16-12 kann ich sogar noch beide Teams was machen und Preet rennt durch. Aber Freezy hat Bock, aber den ersten, macht er noch einen zweiten Frag, macht er sogar noch. Aber Panix und Alex kontern direkt, also hat man hier das 3 gegen 3. Wir bleiben mal bei Bang, weil es ist genau ihre Seite, denn die drei Jungs müssen das jetzt irgendwie reißen. Man ist schon zu dritt unten, kann auch jetzt schon legen. Parallel, man sieht Panix, deckt schon unten, aber hat eine super Position. Außerhalb, durch den Abgang, XCL und Maeve werden jetzt gleich auf Panix treffen. Hades ist halt unten in der Ecke, auf dem Spot. Das wird alles super gefährlich. No Rules jetzt. Könnte jetzt gleich hier links auf die Spieler treffen mit der CZ. Kann er den Frag machen. Da wird er abgezielt. Jetzt hier Reaction. Zieht in die richtige Richtung. Reaction macht den Kopf. Da sind immer nur so zweit. Maeve und XCR. Maeve. Der erste Kontext. Da, Maeve. Jetzt der Kopfschuss jetzt hier. Aber man hat halt auch komplett nicht den sechsten Mann. Panix auf dem Schirm. Wo ist Panix? Wo ist Panix? Der erste Kopfschuss. Der zweite Kopfschuss. Aber da ist er. XCR muss nachladen oder was? Der hat nie gerade auf die rechte Maustaste gedrückt. Wie bitter ist das denn? Die Zeit ist vorbei. Das war's. 13:3. Big Om Academy macht das hier so richtig, ja, solide auf dem B-Spot. Ja, Panix wartet sehr lange ab, öffnet einmal die Tür, direkt einen Headshot ins Gesicht hier von dem Bank-Spieler und damit war die Runde eigentlich schon fast gegessen. Und man forst natürlich jetzt hier nicht rein, will das jetzt noch safe runterspielen, hat genug Geld, um dann nächste Runde kaufen zu können bei Bank Esports. Auf der anderen Seite sehen wir hier die MAC-10s, zwei AKs und eine UMP, die jetzt hier vermutlich die nächste Runde bringen werden für Big Om Academy. Jetzt zu zweit draußen, jetzt hier vielleicht ein schöner Klick von Maeve mit der Deagle, wenn Panix zu weit vorgeht. Ja, aber der macht das gut. Der hat, als er mal einen sechsten Sinn hätte, hier läuft es hier gut vom Winkel, läuft er einfach an der Kante rum und zieht alles ab.
Weil er, ich glaube, man sieht es auch, Penix ist auch der Spieler, der mal außen gespielt wird, seine AWP macht es solide und lässt sich erstmal nicht wegfarmen, aber jetzt vielleicht könnte gleich die Ex passieren und da ist der Klick von Maeve! Was für ein Hammer! Und da passt Penix einmal nicht auf, will eigentlich gerade nur zurückziehen und das Timing, ja, war nicht da, aber die AK, die ist halt übelst weit weg. Die müsste natürlich eigentlich in die andere Richtung laufen, aber Pri hat Bock, holt jetzt vielleicht gleich den Double Frag, holt den ersten, Maeve zielt schon ab, hat gerade den Klick auch gelandet hier gegen den guten Penix, aber trotzdem ist man jetzt im Ausgleich. Kaum Waffe, ne, ich wurde direkt hier erspäht, beziehungsweise erahnt. Und Pito den ersten, zweiten und den dritten dann zum Schluss. Und nur noch nur Rules bei Banging Sports mit der OSP. Und dass man dann in der nächsten Runde, in der vorletzten Runde dann vielleicht für Banging Sports in die Waffenrunde gehen kann. Und ab jetzt müssen sie einfach alles holen. Big Oma hat ihre zwei Runden geholt nach der gewonnenen Pistol Round. Ich bin gespannt, ob man jetzt hier bei Bang, ja, die ja wirklich vom Momentum jetzt komplett angeschlagen sind, wirklich jetzt hier 11 Runden erwarten kann. Was denkst du? Ja, sie sollten vielleicht sogar 12 oder 13 Runden holen. Also, aber ich glaube es einfach nicht. Big spielt so stark auf und ich habe einfach das Gefühl, dass das jetzt hier eine 16 zu 3 wird. Nichts gegen Bang, aber gerade für mich chancenlos. Das ist so stark gespielt gerade und auch wenn man hier vorher im Nuke hat man gegen Wolves verloren. Ja, man muss einen schlechten Tag einfach erwischt haben. Man weiß ja auch nie genau die Umstände, warum man verloren hat. Aber jetzt gerade hier sehe ich gar keine Schwäche auf Nuke. Die spielen so gut runter. Ich würde sie gerne nochmal 15 Runden als Terror irgendwann mal sehen. Na, ich würde sie gerne diese Partie nochmal gerne auf einer anderen Map sehen. Ganz einfach, denn deswegen mag ich Nuke nicht. Weil genau sowas ist halt immer bitter. Klar ist Nuke eine Map, die in den Pool gehört. Aber manchmal fühlt man sich halt nicht confident. Nicht jeder Spieler hat halt die Sachen drauf, die ein anderer Spieler drauf hat. Wobei natürlich das auch nochmal die Spreu vom Weizen trennt, ganz klar. Und XCR holt hier gerade, wo ich so viel laber, die einen Frag. Wir haben jetzt 3 gegen 3. Bang Esports hat die Chance. Und deswegen gehen wir wieder Fokus auf Bang rauf, denn Big ist natürlich hier ganz weit vorne. Man muss hier Bang beleuchten, denn für die geht es jetzt um alles. XCR ist oben, Freezy auf Contact und Panix und Anu holen sich über 2 Frags. Und XCR läuft hier auch ganz bitter mit dem Messer in Preet rein. Ja, das sollte es fast gewesen sein. 15 zu 3 gerade hier. Alter Falter. Jetzt die Frage, wird wieder diese komische Sache, die es da gibt, eintreffen oder nicht? Was meinst du? Sache, die es da gibt. Nein, also das zieht jetzt hier Big Om Academy durch und das wird ein 16 zu 3. Das ist, glaube ich, gelaufen, das Spiel. Da wird jetzt hier nicht mehr viel passieren. Da wird nicht mehr viel passieren. Ja, XC Anuin holt sich hier. Oh, Maeve und No Rules sagen da nochmal was anderes. Ja, also vielleicht doch nochmal diese verflixte Knochenregel. Wer weiß, ob so ist, aber es sieht jetzt nicht gut aus. Nash. Und No Rules. Flash von No Rules. Da versucht er wegzukommen. Oh, er bleibt noch kurz hängen hier. Da kann er noch mal eine Waffe sich ergattern. Aber die Bombe liegt halt auch echt bitter. Also man kommt noch nicht ran hier auf Seiten von Big Om Academy an die Bombe. Aber jetzt sollte hier Reaction sie geholt haben. Waffen-Upgrade für Nash ist da. Und jetzt musst du halt alles geben, oder? Einfach dann raus sein. Man muss natürlich die Smoke peaken wahrscheinlich. No Rules mit 10 AP. Jetzt der Preet, linke Seite. Reaction hinter den Silos. Und vorne, hinten, rechts in der Ecke hier, der Hades. Nash könnte auf ihn treffen. Und der No Rules macht den Anschluss, macht den ersten Frag. Und parallel ist Nash dann halt nicht der, der den Schaden macht. No Rules jetzt macht den ersten Frag. Und macht es beinahe noch hier zum 4K. Aber es reicht nicht. 16 zu 3 gewinnt man dann doch diese Partie. Und damit zeigt Big Om Academy ganz klar hier, wer die Hosen an hat. Und Bang Esports muss hier den Kürzeren ziehen. Also wirklich ganz klar. Super bitter für die Jungs. Und ich hoffe, da kann man sich auch wieder fangen, weil ich denke, die Playoffs hat man auf jeden Fall erreicht. Aber man könnte auch noch, wenn man Pech hat, als Beispiel, runterrutschen auf die letzten Plätze und dann wieder gleich eine erste Runde auf Big Om Academy treffen. Das wäre bestimmt machbar, je nachdem, wie es nachher aussieht. Und da muss ich mal gucken, oder dann müssen die eigentlich eher gucken, dass man da sich wieder gefangen hat und direkt wieder mit besserer Performance gegen die Teams antritt, so wie man gestartet hat am Anfang der Season, ne? Ja, man hat als Gegner jetzt hier Zodiacs und dann noch E-Dragons, also ja, zwei Gegner, die auf jeden Fall machbar sind, denke ich. Gab ja auch genug Probleme bei Zodiacs in letzter Zeit, haben wir ja mitgekriegt. Jetzt ja, muss man gucken, man hat jetzt 3 Niederlagen, ist halt auch noch alles drin, steht jetzt auf dem 5. Platz. Nein, gar nicht, wahr? Doch, man steht auf dem 5. Platz. Ja, also muss man schauen, E-Dragons könnten sie sogar jetzt noch überholen, aber trotzdem, ja, kein Problem, man kommt, denke ich, in der ersten Hälfte der Playoffs durch und dann, ja,
muss man sich da halt weiter durchkämpfen. Und man sollte vielleicht gucken, gerade ein positives Ergebnis mit in die Playoffs nehmen ist wahrscheinlich besser als mit 5 Niederlagen. Auf jeden Fall. Also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Naja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, jetzt auch nicht viel zu sagen. War eine starke Performance hier von Panic, aka Panics natürlich. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Hat super performt mit der AWP. Außen hat er seinen Job getan. Sehr, sehr dreist. Und wer mir am meisten aufgefallen ist, war die Reaction hier. Der hat hier einfach super performt bei Big. Bei Bang. Ja, 26 Kills gemacht, ja, also. Ja, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall. Bei Bang, ja, man kam halt einfach nicht ins Spiel und dann nur 3 Runden als CT bekommen oder 4 insgesamt. Das ist einfach genau das Problem hier allgemein. Und wenn man halt so eine Map spielt wie Nuke, die halt dann doch etwas mehr CT-lastig ist und dann nicht mal ein paar Punkte machen kann, kommst du halt nicht mehr zurück. Deswegen, weiß ich nicht, von mir aus gibt es nicht mehr viel zu sagen. Deswegen Dankeschön für die ganzen Follows. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst, wie gesagt, ein Follow da. Folgt uns auf Twitter. Wenn ihr Bock habt, selber nochmal auf ein ESL-Meisterschaft, die so ein 3-Cast oder so, fragt uns einfach mal an. Der gute Pat und ich sind immer am Start. Ist eigentlich immer kostenfrei. Make LP, danke für den Host. Aber wir gehen jetzt selber rüber und ich werde jetzt gleich direkt hier rüber hosten. Zu dem guten Metzger, weil der hat die MDL. Also wenn ihr Bock habt, schaut da einfach mal rein. Ich sage in dem Sinne, tschüss, schönen Abend noch. Man sieht sich dann morgen direkt wieder mit dem nächsten Cast aus der Noxfire League. Unicorns of Love spielt, glaube ich, morgen, glaube ich. Oder ist es MDL? Ich weiß es jetzt gar nicht. MDL aber, auf jeden Fall. Okay, dann ist es MDL. Dann ist es morgen nur MDL. Aber da sind wir vertreten auf dem Kanal, wo ich das hinhoste wahrscheinlich sogar. Nee, da ist es auch nicht im SK3. Aber ist ja auch egal. Genug gequatscht. Ich wünsche allen noch einen Montag, einen schönen Montagabend. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt in die Woche. Oder werdet ihr ihn noch weiterhin haben, weil der Montag ist immer so, ja, eigentlich Schontag oder einfach nicht so ein toller Tag, wie man es halt kennt. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Euer Albi. Jo, und euer Pet. Macht's gut. Tschüss.